Willkommen zu Banjo-Tooie! Ihr seid geil drauf, ich bin geil drauf. Worauf warten wir noch? Ich habe Banjo-Kazooie, den Vorgänger, Let's Played. Das ist schon lange her, tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Ihr habt lange drauf warten müssen, jetzt ist es soweit. Und glaubt mir, die Pause ist mir auch nicht leicht gefallen. Ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut. Sehr sogar. Und zwar mehr als auf Banjo-Kazooie. Da gibt es einen einfachen Grund. Banjo-Kazooie habe ich weiß nicht wie oft. Ich habe früher mal Zahlen genannt. Über 20 Mal auf jeden Fall. Vielleicht so um die 25 Mal mit dem Let's Play. Komplett zu 100% durchgespielt. Das heißt, alle Noten, alle Puzzleteile, alle Honigwaben. Banjo-Tooie habe ich, schätze, 3 Mal durchgespielt mit allen Puzzleteilen. Puzzlos heißen die ja jetzt. Die heißen nicht mehr Puzzleteile. Man hat sich für einen cooleren Namen entschieden, und zwar Puzzlos. Press Start. Und ich habe echt damals von Banjo-Kazooie, und dann kamen die Infos in der Endzone und was weiß ich nicht alles. Ich habe mich so gefreut auf Banjo-Tooie. Und ja, man muss sagen, es wurde den Erwartungen gerecht. Es gibt auch einen großen Nachteil am Spiel, und zwar, wenn man in eine Welt geht, kann man nicht sofort alles lösen. Man muss von anderen Welten wieder zurück in die Welten. Ihr werdet noch sehen, was ich meine, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Ich frage mich allerdings, warum es so, weiß nicht, so gewünscht war. So viel gewünscht. Wahrscheinlich, weil Banjo-Kazooie so oft Let's Played wird, aber Tooie eher nicht. Habe ich das Gefühl einfach. Wahrscheinlich liege ich falsch. Und Banjo-Tooie erschien ja erst so spät fürs N64, ja, dass vielleicht manche nicht gekauft haben. Keine Ahnung. Ich kann es mir schlecht vorstellen. Es war im Juni 2001. War das? Und ich habe dann die ganzen Sommerferien damit verbracht, Banjo-Tooie zu spielen. Ohne Scheiß. 6 Wochen Banjo-Tooie-Action ohne Ende. Danach nicht mehr. Nicht mehr so oft. Daher kenne ich das Spiel. Also ist bei weitem kein Blind. Auch noch kein Half-Blind. Aber bei manchen Sachen werde ich nochmal nachdenken müssen, wie das geht. Und so Sachen, ach so, stimmt, ich muss nochmal zurück oder so. Das war bei Banjo-Kazooie nicht der Fall. Da habe ich alles in- und auswendig gewusst überhaupt. Und noch was, wir spielen in 16:9. Das hatte ich bisher nur bei meinen Wii-Let's Plays. Achso, ihr könnt hier sehen, Speicherstand 1 und 2 in 26 Stunden, 90 Puzzlos. Und hier in 19, glaube ich. Das wird eine Herausforderung. Ja, es gibt nur 90 Puzzleteile. Die sind aber ein bisschen schwerer zu bekommen. Die liegen nicht irgendwo rum wie in Teil 1. Das ganze Spiel ist größer. Und ich würde sagen, wir fangen an. Wir haben das Intro. Und das Coole ist an der Banjo-Kazooie-Reihe, es spielt immer in Echtzeit. Das heißt, Banjo-Kazooie in 1998, Banjo-Tooie in 2001 und auch in Schraube locker. Spielen wir im Jahre 2008, wo sie ja dann fett geworden sind und so. Daher ist es 3 Jahre her. Und ich bin natürlich nicht mehr so verklemmt wie in meinem Banjo-Kazooie-Let's Play. Das heißt, ich werde vielleicht ein bisschen die Stimmen imitieren, aber nicht so krass. Es gibt Leute unter euch, die mögen das vielleicht nicht, wenn ich meine Stimme so krass... Wir fangen jetzt an, okay? Spielstand 3. Zwei Jahre sind nun vergangen, seit Banjo und Kazooie die böse Grundhelder zu Fall brachten. Nach dem Sturz aus ihrem Turm begrub man sie tief unter der Erde, wo sie bis zu eben diesem Tage blieb. Und so endete Teil 1. Klungo versucht, sie zu retten. Nicht gut, Herrin. Kann Felfen immer noch nicht heben. Der hat ja so einen kleinen Sprachfehler. Alle nur wegen befeuerten Bär. Und ich finde die Animation in dem Intro so genial, jetzt beim Poker. Ich habe mir damals das Intro 1000 Mal angeguckt. Mombo gut spielen. Hat viel Bares von Bär.
Er hat recht, Kisui. Da geht dein Vogelfutter Geld hin. Sei da nicht so sicher, Banjo. Hey, schaut mal raus. Die Hexe Gruntzündel kommt. Okay, Grunty. Oh, Kisui, ich sehe sie nirgends. Oh, falscher Alarm, Bottles. Mal nur Einbildung. Komm, Knochenfratze. Spielen wir. Ich habe heute deine Glückssträhne. Habt ihr gesehen, wie Mambo die nicht vorhandenen Augenbrauen hochgezogen hat? Das haben sie wirklich schön gemacht. Ziemlich viel aus dem N64 rausgeholt, finde ich. Es gibt auch einen Teil, der zwischen Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie spielt für Game Boy Advance, Grantys Rache. Will ich nicht mehr let's playen, ich hatte es mal vor, aber... Nee, ich finde es doch nicht so toll. Es spielt zwischen den beiden. Aber jetzt... Was ist das? Grüner Rauch. Wer raucht denn da? Dramatische Szenen. Hört auf, mit dem Tittich zu wackeln. Mit mir wird es uns schlecht. Mambo, nicht mit Tittich. Wir wackeln. Ganzes Haus wackeln. Vielleicht sollte mal jemand draußen nachsehen. Ja klar, wegen dem Bohrer vibriert alles. Achso, falls es euch nicht auffällt, Spiral Mountain bleibt natürlich immer gleich. Das ist die Vorwelt hier, ist immer dieselbe. Auch auf der Xbox 360. Ich meine jetzt Schraube locker. Doch jetzt, wer ist das? Wieso steht denn synchronisieren? Beeil dich, Blubbelnder. Unser Schwesterchen wartet. Beeil dich halten, Grunty, sonst böse wird. Dann du von mir runter musst. Die Fette erinnert mich irgendwie an meine Nachbarin, ich weiß auch nicht. Ich glaube, so eine Nachbarin hat die immer. Jeder. Es hat aufgehört. Was das wohl war? Los, Kisui. Mal sehen, was da so gerumst hat. Aber draußen ist es dunkel und ich habe Angst. Mambo, viel mutig. Ich gehe schauen. Gleich zurück. Und Kisuis Plan war natürlich... So ein Trottel, was? Komm, Banjo, hilf mir mal! Kisui! Ich finde die Lache doch so geil. Okay, aber er geht dem Ganzen auf den Grund. Grunty's Schwestern. Verzeihung, Herrin, ich habe verfagt. Grunty nicht Sorge muss haben. Ihre Schwestern helfen werden. Fälscher. Älter großes. Geiste verbinden wir ein bisschen. Grunty's Schwestern sollten jammern mitnichten. Ihr Zauber wird Felsen gleich für richtig vernichten. Ich weiß nicht, die Dicke. So tut man wahrscheinlich Schnitzel glauben, aber doch kein Zauber aufsagen. Spektakulär. Noch wenn ich die Unterhose sehen muss. Gegangene Fels, so kommen du kannst. Die hat ihre Katze dabei. Oh je. Nein, 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 was ist geschehen? So habe ich doch nicht ausgesehen. Hübsch, Quinty aussieht, abgenommen du hast. Rotz.
Ich will meinen Körper. Ich hasse Knochen. Könnt ihr mir helfen? Ich muss darauf pochen. Ja, den Plan wir haben. Also zurück zum Schloss. Ja, schwitz nicht so, du bist ein Harvest Moon, ehrlich. Also Mädels, macht mich heil. Dann versohlen wir Banjos Hinterteil. Lass nicht gut sein. Ich das Banjo sagen. Hm, Schädelmann uns hat gesehen. Ihn wir müssen wegpritzeln. Überlasst ihn mir. Er ist kein Problem. Erst mache ich ihn platt. Dann zum Schloss wir gehen. Ja, Cronty wollte eigentlich hübscher aussehen in Teil 1. Und jetzt sieht sie noch beschissener aus als sonst. Jetzt ist sie schon so schlank und immer noch keine Modelmaße. Schätze, mein Vogelfutter ist mir sicher, oder Banjo? Aber du hast gemogelt, Kazooie. Das ist nicht... Alle. Wenn müssen. Schnell, Cronty, komm! Und Bottles hält das natürlich wieder für einen dummen Scherz. Mein ist die Rache. Ich treffe ihn jetzt prompt. Mal sehen, wie dem Pilzzieher das bekommt. Oha, die verdrehten Augen. Ja, ja, Schädelbube. Und ich wette, sie hatte zwei Köpfe. Nicht Witz. Seht. Sauber Spruch, komm mal. Weil man es auch sieht, ne? Er hat recht. Schnell alle raus! Darauf fülle ich nicht nochmal rein. Ich bleibe hier sitzen. Wie er sich noch so kratzt, so schön dabei. Und das ist der Tod. Er ist tot. Beeile du dich, wir gehen müssen. Also finde ich Crontys Reim irgendwie besser als diese dummen Sprachfehler. Wartet, Schwestern, ganz auf die Schnelle. Bekam der Bär eine Riesenschelle. Toben wir lassen da, die Gegend zu zerstören. Ja, was ich sagen wollte, was ich so schrecklich finde, die Schwestern, wie die reden, so mit extrem vielen Sprachfehlern, muss bedenken, dass da vielleicht auch Kinder zocken, die vielleicht, ja, in der Lernphase sind und halt die Sätze hören müssen. Verpfott auf mich herin, Cronty! Nein, Klungo, nein, du bleibst hier. Doch komme ich bald zurück zu dir. Ich mache einen Cut. Bis zum nächsten Part und ciao.